Was geht? Cor hier und willkommen bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo wir einfach die Bibel lesen und ich euch zeige, wie man die Bibel liest, indem ich einfach die Bibel lese. Ich hoffe, das macht Sinn. Wenn nicht, keine Ahnung. Wir sind in Markus Kapitel 10. Wir haben letzte Woche die ersten 16 Verse gelesen und jetzt lesen wir weiter ab Vers 17. Aber erst ein Wort von unserem Sponsor und zwar Huel. Nein, Spaß! Ich habe keinen Sponsor. Gott ist mein Sponsor. Er ermöglicht mir, diese Wohnung zu haben, diese Kamera, das Mikrofon und die Lichter. Ohne ihn würde ich das alles nicht haben. Also abonniert Gott, indem ihr Jesus annimmt und gerettet werdet. Aber ja, fangen wir an. Kapitel 10, Vers 17. Und da heißt es, der reiche Mann. Als er weiterziehen wollte, Jesus, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm nieder und fragte, guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Fragte Jesus. Nur Gott alleine ist gut. Aber du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine Falschaussage machen, du sollst nicht betrügen, ehre deine Eltern und deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Eins fehlt dir noch, sagte er zu ihm. Geh und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach, komm und folge mir nach. Als er das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Jesus sah alle, die dabei standen, an und sagte dann zu seinen Jüngern, wie schwer ist es doch für Menschen, die reich sind, ins Reich Gottes zu kommen. Darüber waren sie erstaunt, aber Jesus wiederholte, meine lieben Kinder, es ist sehr schwer, ins Reich Gottes zu kommen. In manchen Handschriften heißt es weiter für Menschen, die auf Reichtümer vertrauen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Die Jünger waren bestürzt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie. Jesus sah sie aufmerksam an und sagte, menschlich gesehen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Bei Gott ist alles möglich. Da erwiderte Petrus, wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Jesus erwiderte, ich versichere euch, jeder, der Haus oder Brüder oder Schwester oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Besitz um meinetwillen und um der guten Botschaft willen aufgegeben hat, wird jetzt in dieser Zeit alles hundertfach zurückerhalten. Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Besitz, wenn auch mitten unter Verfolgung. Und in der künftigen Welt wird er das ewige Leben haben. Doch viele, die jetzt wichtig zu sein scheinen, werden dann die geringsten sein. Und die, die hier ganz unbedeutend sind, werden dort die wichtigsten sein. Wow, was eine Message, die wir eigentlich, glaube ich, Christen wie Nicht-Christen eigentlich ganz gut kennen. Und zwar die Story von dem reichen Mann. Was passiert? Ein reicher Mann kommt zu Jesus und sagt, hey, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Ich habe ein Video darüber gemacht. Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Oder so habe ich Titel genannt. Link wahrscheinlich unten in der Beschreibung, außer wenn ich es vergessen habe. Oder hier, nein, da, auf dem i. Ja. Und Jesus sagt, hey, du weißt doch, was man machen muss. Man muss, man darf nicht lügen, man soll nicht die Ehe brechen, man soll die Eltern ehren und so die Gebote halt halten, weißt du doch. Und er sagt, ja, habe ich alles gemacht, seit meiner Kindheit. Und Jesus so, okay, dann eine Sache noch und dann bist du gerettet. Verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und folg mir nach. Dann kommst du in den Himmel, dann bist du gerettet. Und der Mann, zutiefst traurig, verließ Jesus
Wir wissen nicht, was mit ihm passiert. Heißt natürlich nicht, dass er es nicht irgendwann getan hat, aber in dem Augenblick hat er selber gesehen, oh, er hat eins dieser Gebote nicht gehalten, und zwar Gott an erster Stelle. Das hatte er nicht, sondern er hatte sein Reichtum, sein Eigentum an erster Stelle. Und dann geht er zu den Jüngern und sagt, hey, es ist nicht so leicht, in den Himmel zu kommen. Es ist nicht leicht, in den Himmel. Es ist sogar unmöglich, in den Himmel zu kommen. Es ist unmöglich, in den Himmel zu kommen. Ihr könnt alle aufgeben, es ist unmöglich, in den Himmel zu geben. In den Himmel zu kommen. So, es ist wahrscheinlicher, dass ein Kamel, so ein Nadelohr, ne, also ich hoffe, ihr wisst, was Nadelöhr ist, wenn ihr näht, dann da ist die Spitze und dann ist da ein kleines Loch und da kommt dann die Naht durch und dann geht ihr da durch und dann könnt ihr nähen. So näht man. Und es ist wahrscheinlicher, dass ein Kamel dadurch gequetscht wird, als dass ihr in den Himmel kommt. Oder ein Reicher in den Himmel kommt. Und wenn du in Deutschland wohnst, Österreich, Schweiz, alle, die irgendwie Deutsch sprechen, dann, also weil ihr mich dann versteht, wir sind alle reich. Also wir gehören zu den, ich weiß nicht mehr wie viel, 5% reichsten Menschen auf diesem Planeten. Egal ob du, ich glaube, ab Also egal, ob du 500 im Monat verdienst oder 4000 im Monat verdienst, wie auch immer, du bist reich. Und deshalb spricht es ganz klar zu uns. Wir denken natürlich, ja, die Reichen sind die anderen. Nein, nein, wir sind reich. Also es gibt sonstige Länder, wo die in so einer Wohnung mit 16 Leuten wohnen und wir wohnen hier zu dritt. Und wir sagen, es ist zu klein. Also wir sind reich. Also gilt es für uns. Also für uns ist es unmöglich, in den Himmel zu kommen. Aber was sagt er dann? Für uns ist es unmöglich. Es ist unmöglich für uns, in den Himmel zu kommen. Es ist unmöglich für uns, den Himmel zu verdienen. Und die Jünger auch. Die Jünger sagen, hey, warte mal. Wer kann denn überhaupt gerettet werden? So, wir sind doch alle reich. Also, ich weiß nicht, wie sie sich da eingeschlossen haben, aber wer kann denn überhaupt gerettet werden? Und Jesus sagte, und das ist das Wichtige hier, menschlich gesehen ist es unmöglich. Aber nicht für Gott. Bei Gott ist alles möglich. Und Petrus geht dann weiter und sagt dann, ja, wir haben doch alles verkauft und wir sind ihr nachgefolgt. Und sagt Jesus nochmal, es geht nicht um Reichtum, es geht nicht um die Wohnung, es geht nicht um Geld. Es geht auch, wer Brüder und Schwester und Eltern und Hunde und Haustier und Arbeit und was gab's noch alles, Besitz, wie auch immer, alles lieber hat als Gott. Der kommt nicht in den Himmel. Der kann nicht in den Himmel kommen. Und wer alles aufgibt, sagt er, kriegt erstens das 100-fach hier auf dieser Erde zurück. Wie auch immer das aussieht. Also ich glaube nicht, dass du, wenn du, ich glaube persönlich nicht daran, dass wenn du Geld gibst, du gibst 10 Euro und dann kriegst du es 100-fach zurück. Also kriegst du 1000 Euro. Ich hoffe, das war richtig gerechnet. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Sondern in wie auch immer es aussieht, in göttlichem Maße wirst du es 100-fach zurückbekommen. Aber manchmal kriegst du es auch 100-fach zurück. Du gibst 100 und kriegst 10.000 zurück. Das ist nämlich 100 mal 100. So. Okay, gut. Ich muss nur gucken, ob ich noch Mathe kann. Genau. Also, ich möchte nur warnen davor, weil ich habe ein Video mal über das Wohlstandsevangelium gemacht, wo Leute halt wirklich sagen, Prediger wirklich sagen, hey, wenn du alles abgibst, dann wirst du auch Geld wieder zurückbekommen und du wirst reich werden und du wirst gesund sein. Und nein, ich glaube nicht daran, an diesen Sachen, dass du unbedingt diese Sachen zurückbekommst, aber du wirst Sachen 100-fach zurückbekommen. Und in meinem Leben habe ich das auf jeden Fall erlebt. So, wenn ich Sachen geopfert habe für Gott, eine Beziehung geopfert habe für Gott, dann habe ich es so viel besser zurückbekommen. Und jetzt habe ich eine wunderbare Frau und sogar ein nerviges Kind. Aber Das wird alles noch. Ja. Wo waren wir?
Genau, sogar in der Verfolgung, sagt er auch, Jesus, sogar in der Verfolgung kriegt ihr das hundertfach zurück. Das heißt, es kann ja nicht immer, ihr kriegt nicht Häuser hundertfach zurück und es ist göttlich gemeint, geistlich gemeint und, ne, also nicht nur geistlich gemeint, aber es ist nicht immer das, was wir denken oder was wir unbedingt wollen. Genau. Eine Sache, worauf ich aber tiefer noch drauf eingehen wollte, ist nämlich eine, weil ich liebe es irgendwie, oder ich mag es richtig, auf Social Media darüber zu diskutieren, nicht zu diskutieren, aber darüber zu reden, dass Jesus doch Gott ist. Jesus ist Gott. Ich glaube fest daran, für mich ist es so eindeutig. Also Johannes 1, aber ich will jetzt nicht zu weit ausschweifen. Und hier sagt er wieder, der junge Mann, ich sag junger Mann, aber hier steht der Mann, geht zu Jesus, kniete vor ihm nieder und sagt, guter Lehrer. Und Jesus so, gut ist nicht nur Gott gut. Natürlich weiß er ganz klar, dass er selber Gott ist und dass er selber gut ist. Aber der Lehrer, der Schüler, ach der Mann, der hat es selber gar nicht verstanden. Er hat einfach nur gesagt, guter Lehrer, weil man das ja wahrscheinlich auch so gesagt hat. Aber Jesus packt diesen Satz nochmal raus und sagt, warum nennst du mich gut? Und ich glaub nicht, dass er damit unbedingt den Mann gemeint hat, sondern er schaut uns doch auch an. Guck mal, ich habe diesen Satz hier gesagt, damit ihr euch was dabei denken könnt. Gut ist doch nur Gott. Und wenn ich das hier so raushebe und er nennt mich gut, wie auch immer. Kleiner Satz am Rande. Gott ist gut. Jesus ist gut. Niemand ist gut außer Gott. Genau. Nur durch ihn werden wir gerecht und gut. Ich hoffe, ich habe alles dazu gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das so gut rübergebracht habe. Aber wenn ich was rausgelassen habe, schreibt es mir noch unten in die Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr habt was dabei rausgenommen. Und wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar. Wir haben jetzt hier noch die Playlist von allen Markus Evangelien Bibelstunden, die ich bis jetzt gehalten habe. Und auf dieser Seite ist ein anderes cooles Video, was ihr euch gerne anschauen könnt.